Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten offiziellen Video 2023. Ich hoffe, ihr seid reingekommen. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Ranking Stage, zu meinen Top 14 Games 2022. Ja, es sind sau viele Games geworden. Das war ein Jahr der kleineren Titel, wo die größeren Titel eher ein bisschen schwächer waren, meines Erachtens nach. Und ja, ich habe bei dieser Liste sehr, sehr, sehr lange drauf geguckt, welche Platzierung ich da hinzunehme. Ich heiße auch die neuen Leute herzlich willkommen. Ich habe nämlich gesehen, es sind neue Leute dazugekommen. Mein Kanal wächst. Ich danke vielmals, dass ihr Interesse und Spaß habt, daran teilzuhaben. Ich bedanke mich auch, wie gesagt, für das Jahr 2021 schon mal für die Leute, die auch neu dazugekommen sind und Spaß an meinem Zeug haben. Und fangen wir denn nun mal an, denn ich werde die anderen Sachen erklären, wenn ich zu den Platzierungen komme. Fangen wir, weil wir haben 14 Games, das ist echt viel. Ich mache immer zwei Platzierungen in einem Video und selbst Platz 1 und Platz 2, weil es eine gerade Zahl ist, sind in einem Video. Das heißt, das wird doch schon ein langes Ding. Und wir fangen mit Platz 14 nochmal an und das ist The King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition. Das ist nämlich im Sommer rausgekommen, also im Sommer 2021, also ich glaube noch vor der Evo. Und ich muss sagen, ihr seht es schon, Leute, die die Ultimate Match Variante schon kennen von 2008, die Final Edition hatte da das Feature, man konnte es mit Lobby spielen bis zu 9 Leuten, Rollback Netcode war jetzt neu. Und es hat dieselbe Behandlung bekommen wie 2002 Limited Match. Und zwar halt Sprites-Anpassung für breitere Bildschirme. Ein bisschen Balancing betrieben. Und ich meine, mehr ist es auch nicht. Ich meine, ich bin hellauf glücklich, eines meiner liebsten KOF-Teile zu zocken und das jetzt auch online mit meinen Besten hier zu zocken. Und wir können uns das nochmal kurz angucken. Ich meine, Bare Bones, ihr kennt das Menü, falls ihr KOF 98 Ultimate Match 2008 auf der PS2 gespielt habt. Und ich hatte auch die Version. Und das Ding kostet 15 Euro. Also für 15 Euro kriegt man auch die alte Neo Geo Variante kann man spielen. Und diese drei Dinger sind neu. Also, dass man hier Trophies hat, Rankings, online. Ne? Also, Ranked Match, Player Match. Ne? Ich sag Player Match. Und dann Quick Match, Custom Match, Create Match, Rankings, Playback. Das geht super frei. Man kann auch die Plätze einstellen. Bis zu 9 Leute können hier zocken. Sonst ist das halt Bare Bones, die Ultimate Match Variante aus 2008. Wie gesagt, mit einer anpassbaren Technik, dass das hier super läuft. Wir können ja mal kurz reingucken. Es läuft super flüssig. Ist auch zur Zeitpunkt die beste Variante, die man hier hat. Ich spiele hier nicht mit meinem Fighting Commander, sondern mit meiner DualSense. Und alleine hier schon. Oh mein Gott. Die Steuerung ist genau wie in 2002 Unlimited Match butterweich. Und ihr seht es ja an den Animationen, die ist super flüssig. Die Steuerung geht direkt und selbst mit der schwammigen DualSense geht das hier. War das das? Also wie gesagt, soundtechnisch, die Sprites wurden angepasst, dass das besser auch funktioniert, weil so würde das auf der Neo Geo nicht aussehen können.
Das wurde schon deutlich schärfer gemacht, anpassbarer für halt breitere Bildschirme. Und ich muss sagen, schön, dass ich jetzt 98 mit meinen besten Leuten hier dass ich schön 98 jetzt mit meinen Besten hier spielen kann. Und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Für 15 Euro kriegt man einen sehr kompetenten Fighter aus der KOF-Serie. Und ja, man hört ja immer 2002, 98, das sind immer die Favorites unter den KOF-Fans. Und für 15 Euro kann man sich das geben, wenn man Bock drauf hat. Und ja, es ist auf Platz 14, weil es ist nur ein Port eines alten Titels, wo ich sage, hey, schön SNK, dass ihr das jetzt endlich mal geschafft habt. Ich habe es ja immer wieder gesagt, ey, ich hätte so Bock und ich hätte so Bock mit euch 98 zu spielen. Und ja, es war draußen. Ich habe privat auch mit Beat'em Up Master Matches gemacht. Die hat er auch gestreamt. Ich musste aber heftig reinkommen. Also, da das Frame-Verhältnis ist recht anders, aber nur, ja, das ist schon ein großes Wort, minimal, für einen alten Fighter, und da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Auf jeden Fall, The King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition für die PS4 für 15 Taler. Ich find's scheiße, dass Xbox immer noch die Arschkarte zieht bei sowas. Und ich muss persönlich sagen, finde ich schade, weil das wäre jetzt echt mal sehr interessant gewesen, wie das Crossplay funktioniert. Aber da SNK immer noch keine Cross-Plattform-Netcode, Rollback-Netcode hat, kann man das verstehen. Auf jeden Fall, ihr fragt euch üblicherweise, wo ist die Pixel Love Edition, DK? Meine Fresse, Pixel Love hat die immer noch nicht rausgebracht. Die wurde seitdem 98 angekündigt wurde, Werbung dafür gemacht, und das ist immer noch nicht draußen. Also, wenn sie draußen ist und ich sie mir besorgen kann, dann werde ich sie natürlich holen und dann werde ich euch schön zeigen, weil dieses Artwork wurde speziell für die PS4-Version gemacht und ich finde, dieses Artwork ist geil. Also, wow. Also, wirklich schön, sehr schönes Artwork. Also, das, was ihr hier auf dem Menü sieht. Kann ja ein bisschen weggehen, damit hier oben auch ein bisschen Lugal sieht. Aber auf jeden Fall, das ist mein Platz 14. Ja, und mehr kann ich nicht sagen. Es ist nicht schlecht. Es soll nicht heißen, wenn es auf dem letzten Platz ist. Es ist halt nur nicht so hoch in der Gunst. Es hat nicht sehr viel gemacht. Es ist halt ein Port. Ich finde es schön, dass es da ist. Und kommen wir jetzt zu den real neuen Games, also die aktuellen Games, die rausgekommen sind. Dann, ja, gehen wir zu Platz Nummer 13. So, kommen wir zu Platz Nummer 13 und ehrlich gesagt auch eines der ersten Spiele 2022 für mich, und zwar Voice of Cards The Forsaken Maiden. Warum das hier so weit unten ist, meine Damen und Herren, es ist tatsächlich, erstens, ich habe mich mega gefreut, ich dachte so, ho, das kommt ja aus dem Nichts, wenn ihr euch erinnert, oder falls ihr 2020 gesehen habt, Voice of Cards, The Roar of Dragon Isle, es hat ja geworben, Yoko Taro ist der Co-Producer, Fujiyaka, jedenfalls der Dragon Guard Character Designer macht mit, und Okabe hat mit am ersten Soundcheck mitgewirkt. Hier dasselbe. The Forsaken Maiden ist ein Spiel, was macht es anders als die, es ist weiterhin sehr, sehr charmant. Ich habe es nur einmal durchgespielt. Es hatte natürlich ein bisschen jetzt, okay, es hat noch gewirkt, ich hatte Bock, ich habe es sogar, ich hatte es vorbestellt, ich glaube, ich habe es vorbestellt, deswegen habe ich hier
diesen coolen Rücken. Aber ich glaube, ich habe es nicht vorbestellt, oder? Ich weiß nicht. Ich war, glaube ich, noch... ich war nicht unentschlossen, aber ich war hungrig nach neuen Games. Und das war mein erster Release in 2022. Und falls ihr nicht wisst, was Voice of Cards ist. Voice of Cards, ein rundenbasiertes JRPG. Mit dem Kniff, dass es sich präsentiert wie... oh, gehen wir mal hier raus. Das ist gleich hier die Farbe. Also, ich muss sagen, also persönlich, das Soundtrack ist okay. Recht melancholisch. Ist jetzt Farbe? No. Es ist schwarz-weiß. Damn it. Wegen der Situation hier. Ich muss sagen, die Story ist recht schwach. Es geht darum, dass du hier mit... gucken wir uns mal die Band an. Ja. Es geht darum, dass wir mit unserem Protagonisten hier... wo ist die Sammlung? Characters. Der junge Seefahrer. Dass wir hier mit unserem Charakter... die angespülte Lati. Ich weiß nicht, ob sie auch im Englischen so heißt, weil das ist echt blöd. Zu der Maiden machen, die sie vorhergestimmt war. Die hat an sich eine, ich muss schon sagen, eine sehr krasse Story. Das ist natürlich die Lati in der Zukunft, die Königin der Begierde, die im Herzen von Lati lebt. Niemand kann seiner eigenen Begierde widerstehen, weshalb sie eine besonders starke Position in der Welt des Herzens einnimmt. Ja, und ich glaube, das ist die Mutter, genau. Und dann gibt es hier diese Charaktere. Diese Charaktere sind neu, denn es gibt Team-Up-Attacks. Und das würde ich gern einmal zeigen, wenn ich das irgendwie könnte. Die Mikos, genau, die Mikos. Das ist hier nämlich Thema, um die Leute zu beschützen. Ja, bist du bereit? No, ich bin nicht bereit. Genau, die verlassen jetzt die Gruppe. Ah, hier ist Farbe. Unendliche Dunkelheit umgib euch. And within that darkness. A giant shade, as big as any. Der Narrator ist okay. Wriggles and writhes. Der hat ein bisschen Spaß. My name is Lack, and as the spirit sovereign, I shall see the wishes. Soundtrack technisch ist er aber schwächer als der erste. Die Handlung ist okay, die ist straight. Hier erzählt jetzt das Spiel, wie du vorgehen sollst bei diesem Bosskampf. Ja, hier kannst du dich dann immer heilen nach einer Runde. Boom. You are bathed in a warm, comforting light. Magical power. Be careful, Laddie's parents implore, as they see you off to the final battle. Ich weiß nicht, welcher war angenehmer. Shrouded in darkness. And exuding pure malice. This dragon bitter cries. Also wie gesagt, Designs sind immer noch toll, aber warum das so weit unten ist, es liegt einfach wirklich wirklich klein. Also die Story ist leider ein bisschen zu straight. Und es findet eine kleine Verbindung zum ersten Teil statt. Man muss aber gar keins davon gespielt haben. So. Hier zeige ich euch mal das größte Feature. Und zwar, das ist nämlich die Einzigartigkeit, die Team-Up-Attacks. Naja, jetzt sind wir gebufft. Und was man hier jedes Mal machen kann, man kann sehr schnell Juwelen hier aufladen.
Und die haben auch eine ganz cool. Also das ist das, das neue Feature, dass man hier Team-App-Attacks machen kann. Was ein schöner eigener Kniff diesem Spiel gibt. Ich glaube, ich werde vollkommen drauf gehen. Ich werde mich jetzt auch nicht heilen oder sowas. Der soll mich schon kaputt machen. Ich muss auch sagen, der Boss ist auch an sich designt. Es gibt eine Phase, wo man sagt, das schaffst du von den Karten nicht, weil die werden so irgendwie die Karten vorgesetzt. Bei jener Gegner werden mir die Mikos, die mir hier herkommen, die werden mir vorgesetzt. Und dann kann ich nicht aussuchen. Und irgendeine Phase, da bist du einfach... bist du einfach gearscht. Ja. Ich guck mal, ich mach mal einfach. Ich denke jetzt auch gar nicht nach beim Zocken. Hier. Ja, das ist auch wieder so eine Massenattacke, die hätte ich nicht machen sollen. Ja, weg ist mein Haupttyp. Meine Defensive ist natürlich gebrochen. Aber das war ja, ich wollte jetzt nur präsentieren hier. Ja, guck mal, sie hat zum Beispiel nur als Hauptattacke, habe ich hier nur zwei Ladungen, weil Lati benutze ich nur für bestimmte Sachen und die hier sollten eigentlich hier diese schönen animierten Team-Up-Attacks. Die wirklich sehr nett sind. Die Handlung ist, die hat manchmal schon gestörte. Das zeigt ab. Es behandelt schon ernste Charaktermomente. Ja, der nächste ist weg. Starke Charakter, psychische Krankheiten, die wirklich auch ein bisschen thematisiert werden, die wirklich, also die sind nicht so hier in your face, sondern das bezieht sich schon auf die Charaktere und das wird auch behandelt, so leichtfüßig wie es geht. Fortune favors the bold. Ich finde der Narrator, wie gesagt, okay, der gibt jetzt nicht den Vibe, wo ich sage, ja, da würde ich jetzt tatsächlich sagen, hey, der ist aber cool. Ich kann auch die Team-Attack-Text nicht machen, weil der Charakter nicht dabei ist. Aber wenn wir verlieren, ist ja auch mir egal. Naja. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es nicht. So, Ladi ist weg. Und dabei stänge ich mich nicht mal an, ne? Also, man sieht schon das Power-Level hier. Also, der Endboss ist echt knackig gemacht. Ich kenne nicht mal hier den Bonus-Typen. Ich weiß nicht, ob es den Bonus hier gab. Weil der Endboss so krass hier ist. Ey, wenn ich das tatsächlich schaffe, ey, Chapeau an mich. So, jetzt ist meine Defense wieder normal. Ich bin nicht brüchig. So, und da mache ich natürlich nur Dunkelschaden. Also generell, die Voice of Cards Spiele, die sind nie wirklich schwer gewesen. Da muss man halt nur eine gewisse Strategie ballern. Und das war's. Und weg ist er! Ey! Wir haben verloren. Ja, it looks like your adventure ends. Genau, unser Abenteuer endet hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, The Forsaken Maiden kann ich... Muss man das gespielt haben? Das ist jetzt so eine Sache, wenn ihr Bock habt auf diesen charmanten Stil,
Und einer, also die Story ist wirklich geradeaus. Die macht, die behandelt, wie gesagt, ein paar psychische, ernste Sachen, die wirklich, das fällt echt aus der Reihe. Also da muss ich sagen, ja, schön, dass das ein bisschen Eier zeigt. Aber die Story ist nachher, also für mich ist es tatsächlich das schwächste Spiel der Voice of Cards Reihe. Da hat sich wirklich Isle of the Dragon's War viel besser dargestellt. Von der Präsentation werde ich auch sagen, also wie gesagt, das Gimmick mit den Team-Up-Attacks ist schön. Das Problem ist, der Endboss ist ein kleiner Stolperstein im Design. Also da muss man wirklich sagen, da muss man echt aufpassen, wie man vorgeht. Also ihr habt jetzt gesehen, ich habe mich komplett nicht konzentriert. Ich habe verloren gegen die erste Phase, Leute. Also ihr merkt, ne, was hier los ist. Also da muss man muss schon hier sein System anschauen. Und du wirst im Endkampf halt, kriegst du halt Sachen vorgesetzt. Sonst erlebst du eine Story, die, ja, Leben und Tod und so weiter ist hier, also ne, Opfern für die Sache und das Schicksal einer Jungfrau zu werden, die, also jedenfalls irgendwie Miko zu werden, um ihr Dorf zu beschützen. Deswegen ist hier Lati ist auch sehr lange stumm, aber das hat auch alles mit ihrer Story zu tun. Aber trotzdem, es ist nicht so stark wie das zweite Voice of Cards Game, was dieses Jahr rauskam. Und es wird auch tatsächlich als das bessere Spiel der Reihe gehandelt. Nichtsdestotrotz, ich hatte meinen Spaß. Und das war das erste Game 2022, was ich gezockt habe. Und ich hatte meinen Spaß, aber ich werde es definitiv nie wieder anfassen. Also das ist leider nicht so stark wie Isle of Dragon's War oder das zweite, was in der späteren Platzierung kommt. Aber auf jeden Fall, Voice of Cards, The Forsaken Maiden, ja, guter Start, aber ja, nur leider ein solider Teil. Also wenn man es mal ein Angebot sieht und ihr habt Interesse, eure Voice of Cards Sammlung dass es ihr unbedingt haben wollt. Es ist ein nettes, kleines JRPG mit gewissen Momenten, aber da, ich kann es bedingt empfehlen, weil du spielst es einmal und nie wieder, tatsächlich. Also das hat auch irgendwie, die Replay-Value ist nicht so groß hier, von meiner Sicht aus. Aber deswegen ist es auch hier auf Platz 13. Es hat einen anderen Stand als KOF 98. Aber das Spiel ist deutlich, das Spiel ist halt jetzt wirklich ein aktuelles Game. Platz 14, also für KOF habe ich extra genommen, so extra Platz, so hier. Das ist eine Portierung, das ist hier reingekommen. Ich finde es schön, dass es da ist, aber es ist halt eine Version, die lange auf dem PC gab und jetzt hat sie endlich die PS4-Konsole leider erreicht. Ich würde so gern sehen, dass das Multiplattform ist. Und Voice of Cards war halt, das erste richtige neue Game. Und für den Start ziemlich gut. Leider hält es nicht so nach. Also irgendwie, also ich meine, ich habe auch einen guten Freund, der gute Cactusfighter. Ich habe mit ihm gesprochen und also er spielt das auch und hat auch gesagt, irgendwie, er hat, glaube ich, den Endkampf sogar nicht geschafft, weil du musst dich schon sehr mit dem System auseinandersetzen, weil der Endkampf, der verlangt von dir wirklich alles, was eigentlich ein Bonusboss sein würde. Und ich muss sagen, ich kann ihn da verstehen, weil der ist schon frustrierend. Der ist schon wirklich frustrierend. Wenn du da nicht wirklich mit dem vorgesetzten System da arbeitest, dann bist du wirklich weg. Ne? Und das heißt nicht, dass du jetzt grinden musst. Das würde jetzt, ich würde sagen, das Spiel ist anders strukturiert. Und ich meine, hey, das ist wahrscheinlich jetzt der erste Teil, der schwächere Teil. Nichtsdestotrotz, ein Spiel kann man machen, muss man aber nicht. So die Kategorie, würde ich sagen. Aber ja,
Ich komme jetzt zum Schluss einfach. Das ist meine Top 13. Und also das ist Platz 13 meiner Top 14 Games 2022 und auch das Ende dieses Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Daumen da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ich meine, wenn euch nicht nur meine Ranking Stage gefällt, hinterlasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und am Ende dieses Videos werde ich nochmal meine Ranking Stage Playlist hier packen, wie das angefangen hat. Und dann könnt ihr meine anderen Ranking Stages sehen, wenn ihr die früheren Jahre sehen wollt, was so meine Favorite Games waren. Dann würde ich hier nochmal die Podcast-Liste hier machen, also Game-Jahres-Podcast. Da habe ich damals mit meinem Partner Momo am Ende meine Platzierung immer gemacht. Was sind unsere Games gewesen? Ich habe erst 2018 habe ich dann nachgeholt und seitdem mache ich das immer jetzt Ende Januar, Anfang Februar haue ich raus, damit ich Zeit habe. Da, weil diese Liste, wie gesagt, das sind sehr viele Games und bei gewissen Sachen, da war ich immer am Hadern, da war ich immer noch am Mischen und wie fühle ich das immer noch. Und ja, für Voice of Cards, The Forsaken Maiden habe ich immer noch dasselbe Gefühl. Es ist der schwächere Teil, ich werde es nie wieder in meinem Leben spielen. Also, ich habe es jetzt drauf gelassen für dieses Video, also es wird nachher gelöscht. Man kann es machen, muss man aber nicht, bleibe ich dabei. Der schwächste Teil der Voice of Cards Reihe. Also da ist wirklich der erste Teil deutlich besser. Den würde ich euch eher empfehlen. Da gibt es auch eine Demo dazu. Und das hier ist einfach viel zu straight. Die Geschichte hat ein paar Peaks, aber insgesamt ist es einfach recht schwach. Also ich habe das einfach echt schnell durchspielen wollen. Und es war viel zu lang auch in gewissen Sachen. Da ist der Teil, der später rausgekommen ist, deutlich stärker. Alles klar. Das wär's mit diesem Video. Ja. Ich hoffe, es euch gefallen hat. Hinterlasst ein Like da und einen Kommentar. Und ich würde sagen, ich bin die Kay des Game Stage 5. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, ja, Ranking Stage Top 14 Games 2022 Platz 12 und 11. Reingehauen.